Stefan, willkommen zurück zu einer neuen Tutorial-Reihe diesmal wieder. Wir werden uns nochmal genauer mit Animation beschäftigen. Zu einem, weil es halt auch mehrere Fragen aufgekommen ist. Ich habe mich jetzt damit selbst beschäftigt. Und zu anderem, da sich das Retarget-Tool ja geändert hat, wollte ich das ja eh updaten. Und ich dachte mir, das ist doch eine coole Sache, dass wir das einfach mal jetzt von null auffangen. Das letzte Tutorial hatten wir ja mit dem VRM4U-Plugin gemacht. Spezifisch halt für VTuber, die halt diese Charaktere haben. Und ich dachte mir, okay, wir machen das jetzt anders. Wir nutzen jetzt für alle die FBX-Formate. Ich werde euch natürlich auch zeigen, in dem ersten Teil des Tutorials, wo wir halt den Charakter erstmal in die Engine kriegen, wie wir einen VM-Charakter in einen FBX umwandeln können. Leute, die das nicht interessiert und direkt FBX haben möchten, sollten sich den Teil vielleicht auch ansehen, weil ich rede ein bisschen drüber, worauf man achten müsste, wie der Charakter halt positionierend sein sollte, dass es für Unreal Engine besser funktioniert oder generell für Engine. Da muss man ein paar Sachen beachten. Animationen und so weiter sind eh so ein bisschen hakelig, die sind sehr empfindlich, was halt Fehlerquellen angeht. Da muss man halt ein bisschen Sachen beachten, damit das auch funktioniert. Und das wollen wir halt durchgehen. Wie gesagt, das soll eine Reihe werden. Einfach Schritt für Schritt, dass es halt auch schön eingeteilt ist. Dass man auch jeder sich dann die Teile, die er weiß, halt einfach wegmachen kann. Und das wird sonst zu lang, wenn wir das in einem Schwung machen. Deswegen haben wir gesagt, habe ich mir gedacht, machen wir Teile draus. Wie gesagt, im ersten Teil wollen wir uns jetzt erstmal konzentrieren. A, wie kriege ich einen VRM-Charakter als FBX? Wie lade ich das? Das machen wir über Blender mit dem CATS-Plugin. Ich werde nicht zeigen, wie ich es installiere. Ich habe dafür ein separates Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch unten. Das solltet ihr vielleicht vorher angucken. Wenn ihr halt daran Interesse habt, für alle anderen ist das vollkommen Wurst. Dann starten wir direkt mit dem Rig, also mit dem gerigten Charakter, mit dem Mesh. Ich erkläre kurz, was so wichtig ist. Und dann packen wir den auch schon in die Unreal Engine und bereiten ihn so vor, dass wir den dann im nächsten Tutorial dann halt soweit haben, dass wir dann halt uns Animationen holen können, die wir dann retargeten können. Und im dritten Teil werden wir halt dann alles das, was wir retarget haben, an Animationen her zusammenbasteln, dass wir dann am Ende einen Third-Person-Character haben, den wir selber spielen können, den wir komplett dann halt selber aufgebaut haben. So, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns anfangen und erstmal alles vorbereiten. Wir gehen, wie gesagt, jetzt erstmal Blender und ja, machen wir das doch mal. So, ich bin hier im Blender. Ich habe mir jetzt einfach die Freiheit genommen, Cube und Licht und so weiter schon mal zu entfernen. Das brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt erstmal einen Charakter reinladen. Ich habe gesagt, das CATS-Plugin, importiere mir ein Modell. Ich nehme in dem Fall Lucy, importieren. Wir müssen mal kurz warten, bis das alles importiert ist. Für alle, die halt den Charakter schon als FBX haben, einfach FBX-Modell öffnen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben unseren Charakter jetzt drinnen. Für die Leute, die das über CATS-Plugin drin haben, die brauchen sich jetzt nicht weiter Gedanken machen, ist der richtig positioniert, ist er gleich groß. Für alle anderen, die den Charakter halt einfach selber schon gemacht haben und einfach gucken müssen, ob der richtig ausgerichtet ist. Es gibt so ein paar Sachen, da muss man drauf achten, dass es halt gut funktioniert. Zu einem, was ich halt viel sehe, ist generell bei Meshes, das ist ein großer Anfängerfehler, geht mir nicht anders, weil es ist halt in so einer Welt schwer abzuschätzen, wie groß irgendwas ist. Wir holen uns einfach den Cube mal rein. Ziehen den an die Seite und ihr seht hier schon, der ist 2 Meter auf 2 Meter auf 2 Meter. Dann können wir abschätzen, ist das so eine normale Größe für so ein menschliches Wesen? So ein 1,70, 1,80 sowas um den Dreh, okay, kann man nehmen. Ist halt oft so, dass halt Charaktere viel, viel zu groß sind. Auch generell Assets ist das für viele ein Problem. Ich habe das wie gesagt auch, es ist halt schwer hier Größen abzusetzen, wenn man halt einfach keinerlei Referenzpunkt hat. Wie gesagt, man kann halt einfach durch Cubes und so weiter sich die Größe ein bisschen abgucken. Wenn ihr auch generell nicht wisst, wie groß Sachen sind, das mache ich selber immer, holt euch irgendwie ein großes Lineal, ein Maßband oder irgendwie sowas und messt das Zeug einfach raus. Ich stehe auch ständig hier und gucke, wie groß ein halber Meter, wie groß ist das Ding, wie hoch ist so ein Stuhl, das ständig ausmessen, das hilft wirklich ungemein. Und das macht die Welt halt doch glaubwürdiger, wenn wenigstens die Proportionen stimmen, das macht sehr viel aus. So, jetzt aber egal. Wir wollen gucken, ist der Charakter richtig positioniert? Steht er auf dem Boden? Das ist ganz wichtig, wenn wir den als Third-Person-Character nutzen möchten. Der muss ja auf dem Boden langlaufen und der darf ja nicht irgendwo im Boden versinken. Es funktioniert dann auch gar nicht mit dem Retargeten. Also steht der Charakter auf dem Boden? Ist der halbwegs mittig ausgerichtet? So. Ein großer Vorteil ist, wenn die auch alle in die gleiche Richtung schauen. Hier kann man es schön sehen, alle schauen halt in die Y-Richtung. Passt das so? Z sollte oben sein, das könnt ihr dann halt auf eurem Programm halt auch selber sehen. Das sind so Sachen, die machen es euch einfacher, wenn das von Anfang an stimmt. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn es nicht stimmt, aber ihr macht es euch wesentlich einfacher, wenn es schon am Anfang an stimmt, bevor ihr das in die Engine importiert. Für die Leute, die das Tutorial mitmachen möchten und möchten den Charakter halt erstmal auf das Mannequin in Unreal Engine retargeten, das geht auch. Sache ist, das Mannequin aus der Unreal Engine hat eine A-Pose.
Ihr solltet die A-Pose hier direkt anpassen. Passt das hier an. Es ist wesentlich einfacher, gerade am Anfang den Charakter anzupassen wie das Mannequin. Das ist ein bisschen komplizierter und funktioniert meistens nicht so gut. Also gebt dem Charakter dann die A-Pose, wenn es unbedingt auf das Mannequin sein muss aus der Unreal Engine. Für alle, die das nicht machen möchten, für alle, die normal mitmachen möchten, wir wollen uns nachher im nächsten Tutorial Animationen von Mixamo holen. Das ist extra eine Seite, wo es Animationen gibt. Die Charaktere haben eine T-Pose. Die behalten einfach nur mal die T-Pose. Wie gesagt, alle, die das Mannequin haben möchten, bitte an diesem Fall stopp, macht eine A-Pose draus, dann macht ihr weiter. So, da das jetzt geklärt ist, Charakter stimmt, Positionierung stimmt, ist alles vorhanden. Den wollen wir so mitnehmen. Alles markieren. File, Export. Wir exportieren das als FBX. FBX halt der Fall, das ist so das Standardding, weil halt alles vorhanden ist. Wir können mit FBX einfach das Mesh. Ihr könnt die Shading Groups, ihr könnt halt das Rig, ihr könnt Animationen, ihr könnt alles mit abspeichern. Bei anderen Formaten kann es nicht funktionieren. Wie jetzt zum Beispiel mit OBJ hat das Problem. Im OBJ kann man halt keine Rigs festlegen und auch gar keine Animationen. Also man hat deutlich weniger Speicher oder weniger Informationen, die man speichern kann. Also FBX ist halt so das Standardding, womit man die meisten Sachen halt für Engines und so weiter packt, weil da einfach am meisten halt gespeichert wird. Machen wir das doch mal. Ich habe ja eigentlich schon eine drin, ich überspeichere das einfach mal. Beim Speichern gucken, nur selektierte Objects, falls ihr hier noch irgendwas anderes drin habt. Sonst könnt ihr das so raussortieren. Bei der Geometrie solltet ihr unter Smoothing auf Edges gehen, so habt ihr eure Smoothing Groups. Ich weiß, ist oft ein Fehler, der angezeigt wird, keine Smoothing Groups eingetragen. Ist jetzt bei Charakteren meist nicht so wichtig, die meisten Charaktere haben nur runde Smoothing Group. Wenn ihr halt selber welche angelegt habt, so kriegt ihr die in Blender raus für halt alle möglichen Engine. Dass ihr halt die Edges nimmt. Es geht halt wirklich nur über Edges, nicht über Faces oder Normals, sondern halt wirklich Smoothing Groups über Edges, Export. An für sich können wir Blender an dem Fall zumachen. Wir können aber noch eine Sache machen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure Texturen habt, wo die abgespeichert sind, geht hin, geht auf eure Materials, klickt irgendeins an. In dem Fall nehme ich einfach mal die Haare. Dann gehen wir auf die Base Color. Gehen hier auf die Color Texture und dort ist ja ein File hinterlegt. Dann klicken wir hier auf diesen komischen Doppelfolder, Unpack Item, drücken Use File from Current Disorder, Create when necessary. Also heißt einfach, nutze das von dort, wo es abgelegt ist. Wenn es nicht vorhanden ist, erstelle es. Und dann kriegen wir einen Ordner. Zack, drücken wir drauf und dann haben wir hier schon das. Speichert euch das hier, Steuerung C. Macht einen euren Ordner auf. Ne, den brauche ich gleich. Gehen wir hier hin. Machen wir hier Strom V. Und dann haben wir hier die Texturen. Das kannst du. Das ist nochmal eine kleine Hilfe, wenn man halt nicht weiß, wo das Zeug abgelegt ist. Da ist das. Falls es hier nicht sein sollte, könnt ihr dann halt bei allen Create where necessary ist, dann erstellt Blender die selber, weil Blender hat eine komische Art und Weise, das Zeug abzuspeichern. Blender verstehe ich in der Hinsicht nicht, woher er die Textur nimmt und wo er die abspeichert. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich überfragt. So, jetzt gehen wir in Unreal. Ich sag, das ist das letzte Projekt, was wir haben. Hier haben wir den schicken Schalter gemacht oder diese lustige Sache. Jetzt machen wir den Charakter. Ich habe mir hier schon unter Charaktere einen neuen Ordner gemacht für Lucy. Macht das am besten wirklich in einem separaten Ordner. Es wird unübersichtlich. Wir wollen ja einige Sachen zuholen, auch gerade Leute, die die Charaktere über VRM und so weiter reinladen. Ihr habt viele Materials. Die Leute, die halt die Charaktere selbst erstellt haben, ihr könnt das Problem umgehen, indem ihr halt die Materials clever anlegt. Die VM-Leute können das auch machen, wenn man die clever exportiert. Meistens macht man das ja nicht, weil es für VC-Faces und so weiter komplett irrelevant ist, wie viele Materials man hat. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es wird halt auch nur ein Charakter angezeigt. In der Engine ein bisschen besser. So. Okay. Wir wollen jetzt erstmal den Charakter haben. Wir nehmen den Charakter, die FBX, und ziehen die einfach hier rein. So, es geht ein neues Feld auf. Die Skeletten haben wir erstmal nicht, wird später interessant, eventuell, wenn wir halt Sachen über Mixamo holen. Wir brauchen ein Skelettel-Mesh, ja, angeteasert. Import-Mesh, ja, wir brauchen auch die Geometrie. Create Physics Asset ist für unsere Zwecke jetzt nicht so wichtig, aber es tut auch nicht so weh, wenn wir es haben. Das sind halt mehr so Sachen, wollen wir Haarphysik reinmachen, wollen wir eine Ragdoll-Physik reinmachen, das läuft da drüber. Ist jetzt nicht so schlimm, wir können die auch separat erstellen. Wie gesagt, für die Tutorials, die wir sie jetzt machen, erstmal nicht wichtig.
Update brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das können wir auch erstmal ignorieren. Use TOS Reference Post können wir machen. Dann die Smoothing Groups, haben wir ja drüber geredet. Für die meisten Charaktere meistens nicht so wichtig, da die alle smooth sind, aber schadet auch nicht, wenn es an ist. Das nächste ist einfach die Bone Hierarchy, also die Born-Hierarchie, die sollten wir beibehalten, das sollten wir so lassen. Dann haben wir als nächstes die Morph Targets, ist halt für alle Leute, die Blend Shapes haben. Blend Shapes heißen in der Unreal Engine hier Morph Targets, also die Charaktere, wenn sie AIU machen, böse gucken, traurig gucken und so weiter, das ist damit gemeint. Anhaken. Generell, wenn ihr irgendwas hier nicht anhakt, habt es vergessen oder so, das ist nicht so schlimm, wir können das später halt nochmal nachholen. Man kann Sachen reimportieren und da kann man halt solche Sachen nochmal anhaken. LODs brauchen wir erstmal für unsere Zwecke nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Animationen haben wir keine. Interessant ist für Leute, es gibt öfters mal Probleme, wenn man aus Blender Animationen raus importiert als FBX. Blender macht die aus irgendwelchen Gründen kleiner. Fragt mich nicht warum. Auch nicht immer. Es ist teilweise random. Wenn ihr Animationen über Blender importiert oder exportiert, kann es wie gesagt sein, dass Animationen zu klein sind. Macht dann einfach mal den Scale größer. Macht den einfach mal auf 100 und guckt, ob eure Animation dann vorhanden ist. Wie gesagt, Blender macht das aus irgendwelchen Gründen öfters. Mich schon ein paar Mal gewundert, wo meine Animation hin ist. Ich sehe, irgendwas bewegt sich, irgendein Shuttler bewegt sich, irgendwas ist dann bewegen. Aber ich habe die Bewegung, also ich habe den Charakter einfach nicht gefunden, weil er einfach viel zu klein war. So, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir können versuchen, die Texturen zu importieren. Bei Blender, da Blender die ja komisch abspeichert, funktioniert das hier nicht immer. Wir können trotzdem hier lokal suchen. Oder als Asset oder sonst was. Meistens funktioniert lokal. Funktioniert, wenn man Maya nutzt, deutlich besser wie über Blender. Ich weiß nicht, wie gesagt, Blender speichert irgendwie komisch ab. Materials bei mir erstellen, mehr erstellen gleich im Master. Das zeige ich dann. Und dann drücken wir Import. So. Hier wird angezeigt, ja, wir haben den Collider nicht gefunden. Ich hatte noch einen Collider im Kopf drin, der dafür sorgt, dass die Haare nicht durch den Kopf durchglitschen. Der ist jetzt halt hier nicht drin. Das ist normal. So Sachen passieren immer. So, wir kriegen jetzt erstmal hier drei verschiedene Sachen. Das mit dem rosanen Strich ist das Skeletal Mesh, ist einfach unsere Geometrie an sich. Können wir mal draufdrücken, Doppelklick, dann haben wir dieses hier. Dann können wir hier Meshes, dann können wir hier Materials zuordnen und hier sind die Blend Shapes. Das hängt ein bisschen. Dann kann man hier das Gesicht verändern. Das kann man auch, wenn man möchte, in der Unreal Engine animieren. Machen wir vielleicht mal später. Ich mache mal kurz die Bones aus. Selected only. So, dann sieht man das besser. So, das Gelbe ist das Physics Asset. Das sind halt, wie gesagt, Ragdoll und solche Physics-Sachen, die sind da angelegt. Und das Blaue ist das Skeleton Mesh. So, einfach nur, dass ihr wisst, was die Farben bedeuten. So, das, was wir jetzt machen möchten, wir möchten erstmal hier Farbe draufträgen. Dazu hole ich ja erstmal die Texturen rein. Mal erstmal einen neuen Folder. Materials und da packe ich einfach alles rein. Den packe ich auch erstmal nur einmal an. Ich habe ja hier meine Texturen, dann suche ich alles raus, was zu Lucy gehört und ich hoffe, dass ich auch alles direkt nehme. Packe das auch mit Drag and Drop da rein. Okay, irgendwas hat er nicht mitgenommen. Ich werde gleich mal gucken, ob es wichtig war für uns. Wenn wir alle speichern, wir wollen nichts verlieren. Ich habe ja hier schon jede Menge Texturen. Ich will mir das alles ein bisschen einfacher und optimierter machen. Dazu will ich mir einen Master machen. Und ich persönlich bevorzuge es, wenn man halt in den Master kleinere Texturen reinpackt, die einfarbig sind. So arbeite ich halt lieber. Ich euch überlassen. Ihr könnt auch die einfach direkt da reinpacken. Ist ja wurscht. So. Ich brauche eine Base Color und eine Massive. Also einen weißen Pixel und einen schwarzen Pixel. Mehr brauchen wir erstmal für den Charakter nicht. Da wir einfach generell nur eine Base Color haben. Wenn ihr halt eure Texturen selber erstellt habt und ihr habt eine Roughness etc. drin, passt die natürlich so an, wie ihr das braucht. Wie gesagt, ich werde mich jetzt hier für die Charaktere erstmal nur mit der Base Color beschäftigen und mir dazu Master aufsetzen. Für die Leute, die halt schon ein bisschen weiter sind, ein bisschen weiter in der Materie drin sind und halt auch eine Roughness haben oder so, die können das natürlich ihren Wünschen dann dementsprechend anpassen. Ich halte es jetzt erstmal im Wohle des Tutorials simpel. Es ist ja kein Material-Tutorial, sondern halt einfach ein Animationstutorial. Aber das gehört nun mal dazu. Und ich will es halt auch nicht komplett auslassen. So, ich stelle mir ein Material, mache ein Master-Charakter. Oh, ich habe Caps Lock gedrückt. Ist doch egal. So. Wir haben jetzt erstmal hier das Material. Ich packe mir einfach die Base Color und die Missive rein. Das ist das Einzige, was ich halt mich ein bisschen abweiche. Ich möchte hier eine Missive haben. Das zeige ich euch gleich, was das tut.
Ich habe einmal die Base Color und einmal, das ist die Base und das einmal die Emissive. So. Ich weiß, ich habe ja sehr viele Sachen, die ausgeschnitten werden müssen. Dementsprechend mache ich aus meinem opaken Shader, also hier Blend Mode, opak, sprich, ich mache nur Farbe, mache ich einen Mask Shader. Somit kriege ich eine Opacity, sprich, ich kann Sachen mit Hilfe der Alpha ausschneiden. Jetzt hier zum Beispiel Wimpern und so weiter, die sind jetzt einfarbig. Ich habe hier ja eine Transparenz drinne und das wird halt über den opaken Shader dann einfach ausgeschnitten. Wenn ihr das nicht habt, braucht ihr das nicht machen oder ihr könnt auch mehrere Master aufsetzen, einen für nur opake Sachen und eine für nur Mask Sachen, aber ich mache es jetzt im Sinne des Tutorials für mich einfacher und mache das alles über einen. Ihr dürft das in euren Sachen dann aufsetzen, wie ihr das für euch braucht. So, ich packe jetzt erstmal die Base Color in die Base Color. Geh hin, Convert to Parameter, damit ich es halt in der Instanz ändern kann und packe hier einfach Base Color rein. Hier haben wir noch Caps Lock an. Machen wir es mal aus. Und wie gesagt, der Alpha-Kanal, den brauche ich hier für die Opacity. So, das nächste, was ich anpassen möchte, ist die Roughness. Dann drücke ich einmal 1 und die linke Maustaste, dann kriege ich hier so einen komischen Float-Wert. Den kann ich anpassen, den packe ich da rein und mache als Default-Wert erstmal 1. Und auch das kann ich, wenn ich es dann halt anpassen möchte, auch als Parameter festlegen. Und kann den halt, wie gesagt, dann in der Instanz, das sehen wir gleich, anpassen. Bei der Emissive mache ich ein bisschen was anderes. Ich gehe hin und sage, ich möchte das eventuell noch anpassen möchten, dass es stärker oder schwächer leuchtet. Dazu gehe ich hin, nehme erstmal ein Multiply. Das muss erstmal in. Na, ich lasse es in A, machen wir es darum. Ist jetzt hier erstmal nicht so wichtig. Und brauche diese Node wieder, also einmal 1 Linksklick, packe das in B und packe das in die Emissive rein. Das lasse ich auf 0. Auch hier Convert to Parameter und mache das Immersive anpassen. Auch das hier mache ich in den Parameter. Und mache das auch zu Immersive. So, dann wäre das jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, wenn ihr selber noch andere Sachen haben möchtet und braucht, könnt ihr euch das natürlich auch so anpassen. Wenn ihr zum Beispiel eine Normal Map oder so weiter drin habt, habe ich jetzt erstmal nicht. Müsst ihr euch das halt dementsprechend anpassen. Das ist der Master, der ist jetzt erstmal fertig, ihr kann zu. Dann gehe ich hier hin und create Material Instance und wir fangen einfach von vorne an. Wir haben erstmal extra. Dann noch Doppelklick, damit es aufgeht. Und ich packe hier das Ei extra rein. Dazu hake ich hier den Haken an, packe das hier rein. Und ihr seht, dadurch, dass wir es schon ausmaskiert haben, ist halt die Sache ausgeschnitten. So. Und wie gesagt, wenn jemand Roughness anpassen möchte, damit das glatter ist, kann man das natürlich auch machen. In dem Fall mache ich das persönlich nicht. Ich lasse das alles sehr, sehr matt. Einfach nur, ja, für das Tutorial ist jetzt erstmal egal. So, dann können wir entweder hingehen, auch jedes Mal eine Instanz ziehen oder Steuerung D, ein Duplikat machen und dann haben wir die Pupille. Auch Doppelklick drauf, packe ich das hier rein. Das hier möchte ich leuchtend haben, also packe ich mir die Emissive an, packe die da rein. Und über die Anpassung, über die Emissive, kann ich sagen, wie stark das leuchten soll. Also kann ich sagen, ich packe das auf 7 und dann leuchtet das so stark. Ja, und so gehen wir dann eigentlich Schritt für Schritt erstmal alle Texturen durch, bis wir die alle zugeordnet haben. Okay, so, ich habe jetzt alle Materials erstellt. Jetzt müssen wir die natürlich zuordnen. Dann können wir einfach Highlight drücken und dann wird halt einfach das gehighlightet, wo das Material angelegt ist. Dann müssen wir jetzt einfach das Passende suchen. Das zum Beispiel sind die Haare. Und nicht wundern, wenn es eine Zeit lang erstmal so bleibt. Es braucht eine Weile, bis die Shader richtig compiled sind. Ja. So, und jetzt haben wir erstmal unseren Charakter vorhanden. Das Mesh ist vorhanden, Rig ist vorhanden. Materials sind aufgesetzt und angelegt. Blend Shapes sind auch da. Also, ja, verschiedene. Machen wir die wieder zurück. Ja, und wie gesagt, einfach nicht wundern, wenn es eine Zeit lang braucht, bis euer Material auch am Charakter angezeigt wird. Das dauert eine Weile, bis die Shader compiled sind. Je nachdem, wie gut der Computer ist, kann das halt ein paar Minuten dauern oder ein bisschen länger. So, wir können den Charakter auch noch in die Szene ziehen, einfach mal zu gucken, wie er mit der Umgebung reagiert. Wir haben jetzt hier halt einen ganz normalen, simplen Shader gebaut. Wir haben jetzt hier keinen Toon-Shader und so weiter, was wir in der letzten Folge hatten. Das ist jetzt so ein, ja, ein ganz normaler, opaker Shader.
Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für dieses Tutorial. Im nächsten Tutorial werden wir dann halt darauf aufbauen. Wir werden dann, wie gesagt, uns Animationen raussuchen aus Mixamo. Wir werden diese Animationen dann mit dem Modell jetzt retargeten. Und dann im dritten Part werden wir aus den Retargeten-Animationen eine komplette funktionierende Third-Person-Blueprint zusammensetzen, dass wir den Charakter dann halt auch nutzen können. So, dann hoffe ich, das Tutorial hat euch gefallen und ihr bleibt dran und wir sehen uns im nächsten.